Servus Leute, ich hoffe euch geht's gut und willkommen zurück zu Shaw Sarix und einer neuen Folge von Sarix Space News. Heute ganz kurz und knapp. Was haben wir hier? Ganz genau, eine Falcon 9 in der Cape Canaveral Space Force Station am Startplatz 40, um genau zu sein, am 4. Juni 2023. One, ignition, engine full power and lift off of Starlink 6-4. Go Starlink, go Falcon. An Bord dieser Falcon 9 Rakete waren 22 Starlink-Satelliten, nämlich die V2 Minis G641 bis G642. Die Starlink V2 Satelliten sind größere und leistungsfähigere Satelliten als die bisher eingesetzten. Allerdings, wie bereits erwähnt, bei diesem Flug handelt es sich um V2 Minis und wie der Name schon vermuten lässt, das sind kleinere Mini-Versionen sozusagen von diesen V2 Starlink Satelliten. Die eigentlichen Starlink V2s, die werden dann aber erst mit dem Starship in den Orbit gebracht. Bis dahin wird es aber noch ein bisschen dauern, jedenfalls diese Mission war ein Erfolg. Wir bleiben bei SpaceX und der Falcon 9 Rakete. Am 5. Juni 2023 startete die Rakete vom Startplatz 39A im Kennedy Space Center in Florida. Engine full power and lift off of CRS-28. Go Falcon, go Dragon. Die Mission trug den Titel Commercial Resupply Service bzw. CRS-28 und Ziel dieser Rakete oder der Dragon war die internationale Raumstation. Die Fracht bestand unter anderem aus wissenschaftlichen Instrumenten, Nachschub für die ISS und auch etwas ganz Besonderes, nämlich weitere sogenannte AeroSa Solar Arrays. Zuvor sehen wir hier noch knapp 9 Minuten nach dem Start der Rakete die Landung des Boosters auf dem Droneship A Shortfall of Gravitas. And there you have it, the Falcon 9 first stage that supported today's mission has landed for its fifth time. Zurück zu diesen AeroSa-Systemen, die sehen wir nämlich gerade hier im Bild, das sind diese gelb-grauen aufgerollten Dinger da. Und wie bereits erwähnt, das AeroSa, das sind Solar Arrays, beziehungsweise das Ganze steht für International Space Station Rollout Solar Arrays. Ich hatte bezüglich diesen AeroSas mal in der Vergangenheit schon mal ein Video gemacht, das kann ich nochmal verlinken für diejenigen, die es interessiert. Jedenfalls, die ISS hat jetzt 2 weitere bekommen. Und um diese AeroSas jetzt an der ISS zu installieren, bedarf es einer EVA, also einer Extra Vehicle Activity, beziehungsweise eines Außenbordeinsatzes von Astronauten. Das gab es dann und man hat das Ganze wieder an der ISS angebracht, beziehungsweise in das System integriert. Und jedes von diesen AeroSa Solar Arrays hat eine Leistung von 20 Kilowatt. Wir haben lange darauf warten müssen, nun hat es endlich geklappt. Wir sind hier in der Cape Canaveral Space Force Station, Launch Complex 41 und das ist die neue Vulcan-Rakete von United Launch Alliance. Am 7. Juni 2023 gab es nun die erste Zündung der 2 BE-Vortriebwerke. Das sogenannte Flight Readiness Firing ist ein Testprozedere, bei dem man die verschiedenen Schritte für den Start dieser Rakete durchführt. Also das Ganze fängt an mit der Betankung der Rakete. Man hat hier nicht nur die Erststufe mit Flüssigmethan und Flüssigsauerstoff betankt, sondern auch die Zweitstufe, also die Centaur 5. Hier allerdings wird Flüssigwasserstoff und flüssiger Sauerstoff verwendet. Nachdem es zwischendurch ein paar Verzögerungen gab, es gab ein paar Probleme mit dem Wetter, wurde dann der Countdown wieder aufgenommen. Dieser lief ab und bei T plus 4.88 Sekunden wurde die Startsequenz der beiden BE-Vortriebwerke eingeleitet, welche übrigens von Blue Origin gebaut werden. Jedenfalls die BE-Vortriebwerke haben dann auch gezündet, fuhren dann auf ein entsprechendes Level hoch, haben dann den entsprechenden Schub erzeugt. Das Ganze lief dann ungefähr 2 Sekunden lang, bis die Triebwerke dann wieder heruntergefahren wurden. Laut United Launch Alliance war dieser Test erfolgreich. Man wird sich natürlich im Anschluss noch die ganzen Daten im Detail ansehen. Jedenfalls kann man hier trotzdem aber sagen, das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in Richtung des Jungfernfluges der Vulcan-Rakete.
Es gibt allerdings noch eine Sache, die hier vor dem Jungfernflug noch ausgedient werden muss, und das ist die Thematik mit dem Vorfall im Marshall Space Flight Center, in dem die Centaur 5 Oberstufe da in diesem Teststand da explodierte. Hier muss man das Ganze noch abwarten, wie sich das entwickelt. Sobald man das aber aussortiert hat, dann könnte es in naher Zukunft dann endlich den Jungfernflug der Vulcan-Rakete geben. Just saw ULA's Vulcan engines throttle up for the first time. Wir machen einen Sprung nach China, 7. Juni 2023 um 4.10 Uhr UTC im Jiuquan Satellite Launch Center startete eine Zhonghe 1A oder Lijian 1 Rakete an Bord, 26 Satelliten, ein neuer Rekord. Und wir bleiben in China. Am 9. Juni 2023 um ungefähr 2.30 Uhr UTC, ebenfalls vom Jiuquan Satellite Launch Center, startete die Kuaizhou 1A Rakete. Die fast 20 Meter hohe vierstufige Rakete brachte dabei den Longyijang 3 Kommunikationssatellit in den Orbit. Wir befinden uns immer noch in China. Das, was wir hier sehen, ist eine Long March 3B Rakete im Xizhang Satellite Launch Center. Der Start dieser Rakete, der ist aber schon ein wenig her. Das Ganze war am 17.05.2023. Und der Grund, weshalb wir uns das hier noch einmal angucken, ist der hier. Diese Aufnahmen sollen vom Booster der Long March 3B Rakete stammen, und wie wir hier gut erkennen können, hängt dieser an einem Fallschirm. Man geht also hier immer weiter in Richtung Wiederverwendbarkeit. Das ist jetzt natürlich nicht so fancy wie bei der Falcon 9 Rakete, dessen Booster ja schubgesteuert wieder landen können, aber besser als nichts. Ob jetzt schlussendlich die Landung und die Bergung des Boosters erfolgreich war, das weiß ich zumindest bisher noch nicht. Ich konnte jetzt diesbezüglich keine Informationen finden und auch nicht, ob man jetzt wirklich vorhat, diesen Booster wieder zu verwenden. Es könnte sich ja beispielsweise hier auch erst einmal nur um einen Test gehandelt haben, indem man einfach dieses ganze System mit diesen Fallschirmen und dem Booster und so weiter im Prinzip einfach nur testen wollte. Was man allerdings hier schon sagen muss, ist, dass sowohl die staatlichen chinesischen Raumfahrtunternehmen wie auch die privaten Raumfahrtunternehmen hier mittel- und insbesondere langfristig auf Wiederverwendbarkeit setzen. Das mit der Wiederverwendbarkeit in der chinesischen Raumfahrt ist auf jeden Fall eine sehr interessante Thematik, und das können wir vielleicht mal in einem anderen Video im Detail mal besprechen. Das war's, Leute, mit diesem Video. Diesmal kurz und knapp. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und don't forget to rocket!